So, da sind wir wieder bei einer spontanen Aufnahme, einfach so. Deswegen kann es sein, dass Leute im Hintergrund sind und man Leute hört und ich dann gehen muss und ja, dann werde ich es cutten und keine Ahnung, vielleicht auch auf dem Zweitkanal hoch, aber egal. Ja, wir sind wieder in dieser im Eternal Update. Wie ihr seht, bin ich weiß. Also diese weiße Farbe bekommt man, wenn man 7 Herzcontainer durch weiße Herzen bekommt. Und ich habe die eben mit dem Guppy's Paw umgewandelt. Denn ich hatte gerade den Mutterkahn, vielleicht sind auf Utero 2. Und das hat mich sehr krass runtergeschwächt, deswegen habe ich hier den an dem Typen gespielt. Und da ich Eve bin, weil ja, man sieht, ich habe Power of Babylon. Da ich Eve bin, habe ich eine höhere Chance auf Silberherzen, also habe ich hier dann gespielt. Ich habe 2-mal eine Two of Diamonds Card bekommen, deswegen hat es ewig gedauert, aber im Endeffekt habe ich die Karte hier mit Poison Touch, dem Polaroid, Ace of Spades und ja, Guppy's Paw. Und ja, ich habe mir so gedacht, ich nehme das hier jetzt noch alles auf. Oh, wir haben einen Shop. Okay, es ist ein nutzloser Shop. Da seht ihr es, einen Shop auf der Womp. Ich habe eigentlich nicht den Steam-Seller, aber es gibt immer eine Chance, die mit dem Steam-Seller nur erhöht wird. Und ja, ich wollte das hier aufnehmen, weil ich habe eben dieses Achievement gekriegt, oder halt schon gehabt, aber nochmal bekommen, 7 Herz-Container. Normalerweise kriegt man dadurch Fliegen, soweit ich mitbekommen habe, garantiert. Und ja, falls ich jetzt bei Isaac drauf gehe, oder in irgendeiner anderen Art und Weise, dann, würde ich gerne was ausprobieren und wenn es geht, dann zeige ich es euch. Es gibt einen Bug. Und der wäre ganz cool, wenn ich ihn euch zeigen könnte. Und wir kämpfen jetzt einfach mal. Oder weil dann vielleicht auf the chest ein Shop spawnt. Aber das Geld braucht man für nichts. Ja, aber kein Steam-Sale bekommen. Kein Steam-Sale. Das Gute ist, wir können fliegen. Wir haben Skatole. Alle Fliegen sind nett zu uns und wollen eine Umarmung. Und ich habe meinen Super Meat Boy in den Begleiter gemacht, weil der nicht drauf geht. Also eigentlich sind Orbitals ziemlich nutzlos, weil sie hier drauf gehen. Also habe ich mir lieber ein dauerhaftes Damage-Ding geholt. Das ist sehr gut. Jedes blaue Herz ist ein sehr gutes blaues Herz. Du kannst mir nichts. Okay. Oh, der Star ist nutzlos. Hier ist nicht der Shop. Oh, Curved Horn. Sehr geil, hätte ich gerne statt dem Ace of Space. 2 Damage ab. Sollte auch immer noch gleich bleiben. Ich spiele hier dran. Und wenn ich darüber rede, kann ich sagen, was eigentlich dieser Bug ist. Den ich gemeint habe. Wenn man dieses Fliegen gekriegt hat und man angeblich stirbt, und dann nicht ins Menü zurückgeht, sondern einfach nur neuer Versuch macht, dann kann es passieren, dass man das Fliegen behält. Und wenn das so ist, hat man einen tollen Start. Und ich wollte eben, falls ich eben drauf gehe, ausprobieren, wie oft ich das machen kann. Wann ich drauf gehe. Aber ja, spontane Aufnahme. Deswegen werde ich auch hier dann spielen, weil ich so normalerweise spiele. Für Aufnahmen lasse ich das aber meistens. Aber ich mir halt nicht. Gibt hier nicht. 2 Chariots? Nein. Ich glaube, bei 70 Cent spreng ich dann doch weg, weil. Ja, aber Herzen sind sehr wichtig. Der Reisekampf. Nochmal das Polaroid. Blue Baby Soul. Sobald der Tick kommt, dann. Ja. Aus. Hero Fund. Sehr geil. 2 Silberherzen für mich. Ja, und ich weiß nicht, wie lange diese Aufnahme wird. Vielleicht auch ganz kurz, wenn ich drauf gehe. Vielleicht auch ziemlich lang, wenn ich Glück habe. Necronomicon. Oder Missing Page vom Necronomicon. Also im Endeffekt das gleiche. Das Polaroid ist sehr wichtig für uns. Da wir dadurch das Schild bekommen. Wie gesagt, Poison Touch. Viel Schaden in diesem Spiel. Oh, auch gut. The Emperor. Ich könnte mich zu ihm hin teleporten. Okay, ich spreng hier jetzt erstmal alles frei. Ja, also das ist schon mal wichtig. Dann
Das Polaroid und das Horn. Curved Horn. Ach komm. Okay, hat nichts gebracht. Ich hab das Polaroid und das Horn. Jetzt brauche ich nur noch wieder meine Chariot-Karte, die glaube ich hier sein müsste. Das ist der Emperor. Verdammt. Das heißt, ich muss hier doch nochmal wegspringen. Vielleicht löse ich die ein bisschen auf. Okay. Verdammt. Ich will mein Horn zurück. Ah, das ist der Emperor. Ah, wir haben hier zwei Chariot-Karten. Gut, dann nehmen wir die auch zum Blue Baby Fight mit. Okay. Ich würde sagen, es ist doch ein ganz gutes Bild für den Eternal Mod. Normalerweise wird das grässlich. Keine Eternal Edition, sehr nett. Leider auch. Alter. Ja, da sieht man mal wieder, Eves Silberherzenglück ist doch nett. Zu Isaac. Ohne Mutters Messer. Das ist die erste Folge, die wirklich knapp werden kann. Hallo Isaac, da seht ihr auch mal wirklich, wie viel HP das hat. Und ich habe das, den Mutters Herzkampf nicht aufgenommen, weil ich mir dachte, eigentlich wollte ich nicht aufnehmen, aber wie gesagt, dann sah es gut aus. Ich habe übrigens auch Cola, also will ich auf Abstand bleiben. Denn wie gesagt, Kohle macht Schaden nach der Zeit, die die Teile im Bild verbringt. Das heißt, hoher Shotspeed ist sehr schlecht. Mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Okay. Ich benutze es jetzt. Weil diese Phase hier eine der nervigeren ist. Schade, dass es hier noch kein Starter-Deck gibt. Okay, wir one-hitten die Babys. Das ist sehr gut. Ja, ich glaube, Curved Horn ist mitunter eins der besten Damage-Ups. Weil ja die ganzen anderen Damage-Ups anscheinend genervt worden sind. Oder halt jedes Damage-Up senkt das Damage-Up vom nächsten Damage-Up. Damage-Up, Damage-Up, Damage-Up. So habe ich zumindest verstanden, als er es mal erklärt hat. Der Florian Himsel. Okay. Das nehmen wir natürlich mit, weil in den nächsten Nebel kann das sind das zwei Seelenherzen. Wenn ich nicht drauf gehe, dann war es halt eine kurze Folge. Also wenn ich nicht drauf gehe, war es eine kurze Folge. Wenn ich drauf gehe, dann probiere ich noch ein paar Mal vielleicht mit anderen Charakteren. Ja, jetzt brauche ich hier nur noch wieder meine High Priestess, the Emperor. Oh, anscheinend habe ich doch keine zweite Karte. Okay. Dann bleiben wir bei The Emperor und teleportieren uns dann direkt zum Baby. Zu Blue Baby. Bei dem ich sehr wahrscheinlich drauf gehen könnte. Mit so wenig HP ist es nicht, aber vielleicht spiele ich scheiße. Das kann immer sein. Natürlich öffne ich auch erst einmal alle Kisten. Jedes HP ist nützlich. Jokis Hörner. Yes! Damage und HP ab. Damit können wir durch Wände sehen. Und ein Teleporter, der mich komplett jetzt zerstören könnte, weil er uns in den Error-Raum bringt. Und hier ist da keine Falltür für eine zweite Chest. Da hört es dann einfach auf. Da hast du verkackt. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Blue Baby. Hallo Blue Baby. Ah genau, die Fliegen machen uns nicht. Wir haben Glück. Das ist sehr gut. Das Damage-Up vom Odd Mushroom hilft auch. Aua. Wie gesagt, kann immer sein, dass ich richtig scheiße spiele. Nope. Aua. Wie gesagt, die können auch regenerieren, die Gegner. Warum bin ich nochmal dagegen drauf? Wir haben das Schild, es ist nur unsichtbar. Okay. Ich mach das nicht mit Absicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Schwierigste Phase. Digga, diesen immensen Tränenmassen. Und den Strahlen, die random treffen können. Und sowieso ein bisschen uncool.
Okay, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich bin jetzt nicht, dass ich Milliarden als selber treffe. You are eternal. Eve, du hast es geschafft. You are eternal. Und wisst ihr was? Ja, wir können jetzt übrigens auch das machen. Wenn wir durch Wände gucken und wissen, wo der super Geheimraum ist und alles. The world. Klar. Okay, kein Shop für uns, so wie es aussieht. Und ja, du bringst uns ein Item. Kann ich Guppy's Paw mitnehmen? Wenn ich also ich habe das Achievement ja bekommen. Ich probier's. Ich muss es nur hinkriegen, dass ich Forget Me Now direkt dann benutze, wenn ich... Nein! Ich hab's verpasst. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich ein Herzcontainer, das heißt weniger Schaden, weil Hope Babylon nicht aktiv ist. Okay, Poison Bombs, das heißt, wir müssen mit Bomben, aber ich werde bei Blue Baby jetzt drauf gehen. Das ist, denke ich mal, klar. Ich nehme das Buch mit, weil wir es einmal einsetzen könnten. Mr. Maggie ist okay. Best Friend tötet einen nicht mehr in einem Schlag durch einen Laser oder einen Strahl. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem das Necronomicon behalten. Ja. Aua. Mal gucken, wie ich mich schlage, so ohne Polaroid. Permanente Polaroid und Sterblichkeit. Aua. Und er klaut mir Bomben. Okay. Das ist ein extra Hit für mich und ein halbes Herz. Also sehr gut. Toll, Bombe. Okay, ich will Sloth als letzten töten. Danke übrigens für den Geheimraum. Den gratis Geheimraum. Weil wir gerade nicht mehr so viel AP haben. War. Aber schon war. War. Die Wut ist tot. Und die Karte ist... Oh, wir haben den Glitch, dass man die Sachen nicht aufsammeln kann. Da muss man einfach nur rausgehen. Ein bisschen Gelder sammeln. Das ist eigentlich egal, aber dann kann man draußen. The Magician ist okay, nicht wirklich nützlich. Unfaire Bosse sind unfair. Er kann überall treffen. Diese Attacke ist nicht unfair, aber diese random Stampfattacke schon. Und jeder hasst sie. Und Common Cold, Giftschüsse. Das ist sehr cool. Ich habe übrigens auch Mulligan. Deshalb. Also Mulligan macht einen etwas schwächeren Effekt von Guppy. Nicht jeder Schuss im Fliegen, sondern eine 1 zu 12 Chance oder sowas. 1 zu 8. Ja, irgendwie sowas. Spike Room ist ein guter Raum. Das ist nicht der Shop. Der Boss. Ich habe die Räume nicht gezählt und ich achte gerade gar nicht drauf. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Was? Okay, er tippt sich aber auch selber. Wenigstens etwas Gutes. Alter. Ultra Eternal Warf. Was zur Hölle? Eternal Super Warf. Gar nicht crazy oder sowas. Ein HP, was ich eigentlich nicht brauche. Also wir finden noch ein halbes heiliges Herz. Was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Book of Belial. Okay, wir nehmen das mit dem Blue Baby. Aber wir waren schon drin. Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Du musst als erster drauf gehen. Ja, weil seine Fliegen sind sowieso schlecht. Aber hier, dein Kopf ist ein kleines Problem. Aber ich kann fliegen. Also auch nicht wirklich. Oh Gott. Die Baby wird, glaube ich, mal nichts. Das Achievement bekommt man trotzdem. Okay, ich sammle es auf. Ein Hit mehr. Monster's Tooth. Ziemlich useless. So. Ich benutze das hier im nächsten Raum. Ja, einfach nur weil. Warum nicht? Noch mehr Speed-Up ist vielleicht gut zum Ausweichen. Jetzt sehen wir wütend aus. Und im nächsten... Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt einfach eins weiter bewegt habe. Mal den da einsetzen. Einmal Little Monstro. Monstrosität.
keine Champion mehr, das heißt, sie macht normalen Schaden. Denn das Monster, den man ruft, kann Champion sein und dann macht sein Sprung weniger Schaden, soweit ich mitbekommen habe. Oder soweit ich mich erinnern kann. Und wir sind übrigens beim Blue Baby Kampf. Nochmal als zweites. Es hat keinen Sinn, ihn zu machen, aber dann ist die Folge nicht ganz kurz, so als zwischendurch. Ich werde probieren, auch heute nochmal das noch Rebirth hochzuladen. Mit der Beans Challenge. Ja. Yeah. Und ja. Deshalb will ich mich jetzt hier ein bisschen beeilen. Ich werde sowas von drauf gehen. Hallo, Eternal Blue Baby, zum zweiten Mal. Ja, erstmal dich einsetzen, dann dich. Jetzt habe ich Verfolgungstannen. Ein bisschen nützlich. Nicht viel, aber hey. Immerhin etwas. Schön auf Distanz bleiben. Ist die Devise. Meine Fliegen machen viel Schaden. Das Doppelte, standardmäßig. Aua, aua. Oh Gott. Die Damage-Ups haben vielleicht doch ein bisschen was gebracht. Okay. Nimm mal bitte hier ein paar Bomben. Oh Gott, wir haben. Okay, komm, wir können es schaffen. Oi, das war noch knapp am Ende. Ein Random Hit hätte mich so einfach töten können. Oh, Alter, okay. Oh, deswegen mag ich diese Mod so. Das geilste Gefühl, so eine Scheiß-Mod hinzukriegen. Oder halt ein Update. Ist ja ein Update, keine Mod. Das kann man nicht skippen, nicht so wie ein Rebirth. Oh Gott. Okay. Das war, glaube ich, der fünfte Versuch mit Tifo oder so. Und dann hat es hingehauen, weil ich Mulligan gefunden habe. Okay. Ja, da hört ihr Leute im Hintergrund, wie gesagt. Oi. Das heißt, jetzt habe ich es mit Isaac, Maggie, Kane, Judas fehlt, glaube ich, noch. Fehlt Judas? Warum habe ich... Judas, Samson und Blue Baby. Yep. Das heißt, ich probiere mit Judas. Habe ich letztes Mal auch schon probieren wollen, aber Ding hat gemeint, nope. Ja. Das ist cool. Es lohnt sich einfach, Sessions zu machen. Okay, das will ich nicht. Ging ja auch ein Damage-Up dadurch. Die Teile von Judas sind normalerweise nicht rot zum Anfang, oder? Okay, das heißt, ich werde das Spiel nicht beenden, wenn ich diesen Run gewinne. Ich werde einfach weiter probieren. Und einfach die Aufnahme stoppen, das Spiel minimieren, dann Rebirth aufnehmen oder sowas. Wenn das heute auch noch hochgeladen werden soll. Aber erstmal probieren wir mit unserem besten Freund Mr. Judas. Mr. Judas, der viel Damage macht, aber ja, kein Leben hat. Er sucht, hast kein Leben, ey. Mal ein bisschen raus hier. Nur Isaac zocken ist nicht gut für dich. Book of Belia, da erhöht die Chance auf einen Devil Room, wo man ihn bekommen kann natürlich. Und ist ganz nett und von Familie, von der blauen Version kriegen wir garantiert ein Herzchen. Zwar ein blauisch. Und das finden wir toll. Wenigstens hat er hier noch eine Animation, nicht so wie Rebirth. Cube of Meat. Okay, dann machen wir jetzt die restliche Ebene. Charm of the Vampire nehme ich nicht mit, weil es mich nicht kontrollieren lässt, ob ich ein halbes Herz behalte oder nicht. Wie gesagt, wie man gesehen hat, es ist möglich, das Spiel ohne, also dem Endboss zumindest ohne Ding hinzukriegen, ohne permanente Blut und Sterblichkeit. Es ist aber sauhart. Und ich hatte auch viel zu viel Damage für diese Mod eigentlich. Curved Horn und Book of Belial und der ganze gute Stuff hat wahrscheinlich überhaupt erst möglich gemacht.
Und wenn dieser Run gut läuft, dann wird das halt eine ziemlich lange Folge, weil das dann so eine Stunde plus minus 40 Minuten sind oder sowas. Weil wie gesagt, in dieser Mod dauern Runs wirklich länger. Ich glaube, für den Eve-Run habe ich, keine Ahnung, locker mindestens mehr als eine Stunde gebraucht. Ohne das Glücksspiel mitzurechnen, was ich danach noch gemacht habe. Nach dem krassen Mutterkampf, den ich eigentlich sowas von verlieren hätte müssen, guten tun. Und da ist ein Boss-Challenge-Raum. Meat, ja. Meat ist gut, Meat ist ein Damage-Up, aber ein kleines. Aber es ist ein Damage-Up. Jedes Damage-Up ist gut, auch wenn es hier nicht viel bringt, aber es ist nötig. Okay, Monstro ist kein Problem mehr. Ja, und genau sowas habe ich halt, diese Folge hier im Allgemeinen, sowas habe ich gemeint, als ich sagte, wird kein wirklich richtiges Let's Play-Projekt, weil ich eben auch privat spiele, aber wenn es mir einfällt oder wenn es spannend wird, dann packe ich vielleicht, starte ich das Aufnahmeprogramm und nehme ich halt mit auf. Du bist so ätzend bei Mutters. Mutter spawnt diese Viecher und sie schießen konstant einfach. Unaufhörlich einfach weiter. Als ob sie unendlich Blut hätten. Jupp. Okay. Wir könnten den Devil Deal bekommen, das wäre cool. Und wenn er schlecht ist, oder Brimstone drin ist, also wenn Brimstone drin ist, muss ich erstmal zur Tastatur wechseln. Und wenn... Mega Brimsnapping. Ach nein, warte mal. Er hat, glaube ich, der Florian, der hat auch einen YouTube-Kanal, GameSquid oder so, auf Englisch und so. Da hat er, glaube ich, erzählt, dass er Brimstone den Bug gefixt hat. Dafür habe er aber mehr Schaden gemacht, aber es ist sehr, sehr selten geworden. Ich habe das Buch nicht eingesetzt. Ich bin so retarded. Ändert das was an den Devil? Ich weiß nur, dass es das Buch erhöht die Chance, aber ich weiß nicht mehr, ob es war, wenn man es einsetzt oder nur, dass man es dabei hat. Ach Gott. Wenn der Geheimraum hier ist, bin ich traurig. Verdammt. Oh, ich brauche doch einen Schlüssel. Auf jeden Fall, wenn ihr einmal das erreicht habt, 7 Herzcontainer durch heilige Herzen zu erreichen, hört nicht auf zu spielen und spielt einfach weiter, macht alles durch. Ist praktisch, Fliegen zu Beginn zu haben und anscheinend auch ein Damage-Up. Sogar ein ziemlich gutes. Oder vielleicht wird dann einfach dieser Effekt von diesen nach unten skalierenden Damage-Ups weggemacht. Kann gut sein. Egal, wir haben den Schlüssel. Und in unserem Item befindet sich... Bloody Lust, Rage. Funktioniert nicht so wie im alten, wie in Rebirth. Hier macht es nämlich für jeden getöteten Gegner im Raum, erhöht es den Schaden um weniger als in Rebirth, glaube ich. Deshalb finde ich das in Rebirth besser. Weil, ja, du kannst strategisch planen, in welchem Raum du getroffen werden willst und hast dann diesen Effekt für die ganzen Ebene. Und hier hast du eben einen Großteil, ja. Großteil einfach nur Glück, in welchem Raum viele Gegner sind. Tja. Ja, ich kann fliegen. Es ist so eine Erleichterung, Alter. Ihr habt ja keine Ahnung. Der Bug ist toll. Ich mag ihn. Meine Absicht war dann... finde ich es interessant, aber ich bezweifle es. Oh Gott, nein, bitte. Klemm mir nicht meine Bomben. Diese Eternal Glitchköpfe klauen Bomben und Schlüssel. Also bei jedem Treffer haben sie eine Chance, entweder Geld, Bomben oder Schlüssel zu klauen. Kommt halt drauf an. Judas, dein Schaden ist schon toll. Auf jeden Fall, ja. Das Damage ab. Wie viel war Book of Failure Damage Up? Ich glaube, es war einfach nur plus 2 Schaden für den Drow. Ich hätte es doch nicht mitnehmen sollen, das war richtig dumm von mir. Verdammt! Warum bist du so schlecht? Die Taktik, ne? Ich bin der Beste. Ich spiele nur taktisch in diesem Spiel.
Okay, ein paar Eternal Buttlickers, die mir nichts können, weil ich fliegen kann. Hahaha. Und Money. Viel Money. Das heißt, der Shop ist gut, aber wir haben noch keinen Schlüssel dafür. Aua, aua. Dö, 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 aua, aua. Ich brauche wieder ein blaues Herz. Bleib weg. Alter, bleib weg. Unangenehme Situationen. Sehen Sie hier. So. Mir gefällt das nicht, dass mein weißes Herz so... keine Ahnung, so frei ist. Ist wie wenn man sich den Ellbogen an irgendeiner Tischkante stößt und dann dieser den Nerv trifft. Das ist genau nicht dieses Gefühl, aber es ist irgendwie damit vergleichbar. Irgendwie ein offener Nerv. Und da war es schon weg. Und das war richtig schlecht. Das heißt, okay, ich passe gar nicht auf. Bleib weg von mir. Das ist nicht mal die Eternal-Version. Ich wurde zweimal getroffen. Dreimal. Oh Gott, war das schlecht. Ja, jetzt gibst du mir ein blaues Herz. Die Zecke. Warum sag ich? Eigentlich ganz cool. Die Zecke will ich nicht. Jetzt noch nicht, weil vielleicht kriegen wir Judas. Judas, nicht Judas Curved Horn, sondern nur das Curved Horn, weil es. Ich sage immer Judas Curved Horn, weil man mit Judas freischaltet und ja. Wir sind Judas und das passt gut zusammen und sowieso alles ein bisschen. Würde ausreden. Ich will es nicht kennen, der Itemnamen. Keine Bombe da, wo der Geheimraum sein könnte. Egal, wir schauen jetzt hier rein. Okay, wäre eh nicht da gewesen. In dieses Spiel ist hier dann nämlich noch eine Tür. Wenn es nicht gefixt worden ist. Ich glaube aber nicht. Die Leiter, wow. Okay. Ich muss mich dann erinnern, ein Silberherz im Shop zu kaufen, bevor ich die nächste Ebene verlasse. Ich hoffe mal, die Silberherzen im Bossraum sollten mich dann erinnern. Was gibt's hier? Eine Kiste? Nein. Obwohl doch, Consumables sind wichtig. Harlequin Baby. Der begleitet, der, wenn man seine Tänze zusammenrechnet, am meisten Schaden macht, aber selten mit beiden trifft, also ist er mittelmäßig gut. Kann ein paar nervige Räume einfacher machen. Perfekt. So einen Schlüssel habe ich gebraucht. Und doch eine Kiste. Nice. Heißt es, wir können den Raum ein zweites Mal machen, weil da war noch eine zweite Kiste. Wenn wir die gespart hätten oder gewartet hätten, bis das Ding fertig geworden ist. Dann Neustart. Wäre doch eigentlich ganz cool gewesen. Zweites Mal den Raum nehmen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ja, die Kiste ab. Will ich trotzdem nochmal probieren, die Kiste zu öffnen. Sag mal, was ist denn los? Schauen wir hier rein. Und dann hole ich mir das. Okay, das ist seltsam. Uiuiui, ist viel los da unten. Unter mir, dass dieser so rumschreien. Dann schauen wir mal hier hoch. Ich werde genau die falschen Seiten. Da, heb mir ein Item. Dead's Key. In diesem Spiel ziemlich schlecht, weil es die Geheimräume nicht öffnet und Räume öffnen, die auch nicht öffnet, wo Schlüssel benötigt werden. Also, es ist wirklich nur für Kampfräume zum Überspringen von Kampfräumen. Und manchmal gibt es den Bug, dass man damit Devil Deals öffnen kann, aber das ist auch eher selten. Und ja, im Großen und Ganzen kein sehr gutes Item. Was gibt's hier? Noch ein Seelenherz, das nehme ich gerne mit. Den Bumfriend nicht gerade. Mein Nichols Bauer gibt's immer die Möglichkeit. Ich kann mich hier verstecken, du kannst mir da nichts machen. Du kannst dagegen nichts tun, du bist schlecht, du kannst nicht fliegen. Ich kann fliegen, weil ich 7 Herz ab Eternal Hearts aufsammelt habe. Irgendwie sowas. Irgendwie so wird's gerechnet. Ich weiß nicht genau, ob man die wirklich... Ach komm. What up?
Wenn wir sterben, kommen wir mit vollen roten Herzen wieder. Das heißt, es wäre sehr gut, wenn ich auf ein rotes, auf ein Bild gehe, das rote Herz hat. Oh Gott, ihr schießt die Teilen zurück, wenn man drauf schießt. Das ist eigentlich sehr ungeil. Und ihr blutet einfach, wenn man... Ich habe mir das um einiges leichter gemacht, damit dass ich fliegen kann. Du hast trotzdem sau viel Leben, dafür, dass ich dich schon ziemlich oft getroffen habe. Ein Nickel. Blutbank zählt nicht so gegen den Devil Deal, deshalb kann ich das machen. Auch wenn du mir nichts bringst, aber hey, Geld ist Geld. Geld ist Geld und... Oh, ich hab doch gesagt, wir brauchen Herzcontainer. Wie gesagt, 20 Herzcontainer sind schon ziemlich cool mit dem... Eine schöne Anzahl, mit der man wiederkommen kann. Kein Eternal Husk. Das ist nur eine Champion-Version. Ein bisschen schneller ist und Teilen verschießt. Oh, das war's schon. Deshalb ist jetzt ziemlich leicht. Irgendwie sehe ich... als ich angefangen habe mit dem Spiel, hatte ich das Gefühl, nur Eternal Bosse. Mittlerweile denke ich mir, die kommen irgendwie sau selten. Das ist irgendwie so, jo, was ist denn da los? Übrigens habe ich immer noch nicht das Achievement mit dem keinen Schaden nehmen. Vielleicht kriegen wir es ja in diesem Run. Ich bezweifle es, aber kann sein. Man weiß es nie. Ist ja erst in den Tiefen. Also bei Mutter. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Klamme nicht. Meine hart erarbeitete... Keine Ahnung, konnte es mir nichts klauen. Oder hat er mir eine Bombe geklaut? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Eine Eternal-Spinne. Die ist eher ein kleines Problem. Auch wenn sie sich schon so verhält wie Hoppers und damit eigentlich schon keine Lebensberechtigung mehr hat. Warum kriegen wir so viele Silberherzen? Ich hätte das Ding noch nicht aufsammeln sollen. Die Bluttasche. Bluttasche? Whatever, ihr wisst, was ich meine. Unser HP ab. Dann hätte ich nämlich in den Boss-Challenge-Raum gucken können. Wir kriegen keinen Schlüssel mehr. Jemand klopft an der Tür. Okay. Nimmt wieder auf. Spontaner Besuch ist gegangen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir geblieben sind. Aber wir waren Judas. Und ich hoffe, ich habe die Tür abgeschlossen. Und das kann ich ja. Ja, wir haben auch keine Bombe. Oder gab es eine Bombe im Shop? Da gucke ich jetzt mal nach. Wie gesagt, da ist wahrscheinlich ein Cut oder sowas. Keine Ahnung. Dann muss ich es wieder schneiden. Okay, es gab eine Bombe. Und wir haben so viel Geld. Wir nehmen dich einfach mit. Auch wenn du unsere Bomben verschiebst. Hier verschieben Begleiter. Manche Begleiter die Bomben noch. Piepers Ei gehört dazu. Und ja, ganz viel so Zeug. Man muss nur aufpassen, dass man den immer weghält von seinen gesetzten Bomben. Small Rock wäre auch ganz cool gewesen, aber egal. Oi. Okay. So. Komm, lauf her. Jeden einzelnen. Das Fliegen ist wirklich praktisch. Ich bin einfach hier. Ja. Muss dich so in die Ecke lotsen. Auf eine Seite. Aua. Es war so klar, dass ich wieder Schaden nehme. Blöder Eternal, der wäre eigentlich kein Problem. Aber nein, ich bin ja der Beste. Und es ist Eternal Greed, okay. Eternal Greed. Schöne Verfolgungstechnik. Wer du klaust mir Schlüssel? Ich habe keine Schlüssel. Wer du klaust mir meine einzige Bombe? Die brauche ich. Damit muss ich Zeug erledigen. Okay, jetzt haben wir Geld. Bei dir ist es mir wirklich alles, dass du mir stichst. Bei mir ist es wichtig, dass du mir nichts klaust. Du blöde Mann. Okay. Höhere Chance für Shops und 50% in allen Spielen. Ich glaube, dieses Feature ist richtig cool. Eigentlich mit den Shops auf den späteren Ebenen. Und das Team erhöht die Chance dafür. Das macht das Item so viel besser und macht auch Geld viel wertvoller.
Auch in Rebirth. Okay. Da ist schon unser Boss. Und das tolle Ding, da kann man schön seine Kreise drehen. Das Schlimme ist, wenn es viele davon sind. Meine Tränen kommen dem nicht nach. Aua. Ja, stimmt ja, du kannst durch mein ganzes Geld aussammeln. Okay, Monstro. Eternal Version. Gott dang it, egal. Ist nicht viel anders. Beim Monstrous Bug geht übrigens immer noch, auch bei der Eternal Version. Es wird nur so gefixt, dass der eben diesen Schleim hinterlässt. Aber der ist ja das kleinere Problem eigentlich, wenn man fliegen kann. Würde ich mal behaupten. Aua. Ach stimmt, du schießt ja immer Tränen. Auch wenn du nur springst. Ja, ich habe gerade ein paar Rebirth-Videos gesehen. Deshalb bin ich jetzt wieder ein bisschen mehr in Rebirth drin, aber ist ja egal. Ich denke mal, dieser aber sieht ganz gut aus. Das kann sich aber alles noch ändern, deshalb will ich eigentlich nicht zu viel sagen. So, wow. Ich brauche keinen Range-Up. Oder nicht unbedingt. Aber ein Devil Deal wäre ganz cool gewesen. Naja, egal. Wir sind schon powerful genug. Für diese Ebene zumindest. In diesem Raum ist ein Eternal Gutting sowas von unmöglich. Aua. Nicht schön. Das hat mich innerlich verletzt, dass du keine echte Bombe bist. Wir haben noch nicht die Mega-Explosionen gesehen, oder? Von denen? Von den Eternal-Versionen. Eternal Boomflies. Ja, ich sollte aufhören, das Geld. Oh Gott. Zwei von euch in einem Raum. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber ich glaube, es ist kein Problem. Ich habe Glück, Alter, mit den ganzen Runs. Ach komm. Lass mal das einfach. Dieser Raum ist eigentlich toll. Weil man einfach zwei Gratis-Bomben sind. Und das ist toll. Book of Shadows. Ich glaube, für so lange Kämpfe ist eigentlich das Book of Belial besser. Wir nehmen es natürlich mit, einfach nur eine Chance für. Ich hätte es nicht einsetzen sollen. Egal. Für so lange Kämpfe, wie es in diesem Update eben gibt, ist, glaube ich, das Book of Belial besser. Der Eternal Champion von denen wird immer erst normal angezeigt und wird danach zum Eternal. Ist voll seltsam. Ich wollte was sagen. Genau. Book of Belial besser für lange Kämpfe, weil du es über den gesamten Kampf hast. Und das andere spart dir halt für eine schwierige Phase Schaden, also HP. Aber wenn es dann weg ist, hast du keinen weiteren Nutzen für das. Also ein begrenzter Effekt ist halt immer noch ein begrenzter Effekt. Für lange Kämpfe muss man sich da schon mal überlegen, ob man das macht. Ob man das machen möchte. Ja, ja. Trolululululululul-Bomben. Und das war's schon. Ja, Geheimraum. Es gibt so viele Möglichkeiten. Dann schauen wir hier. Dann halt auf dieser Seite. Und dann spiele ich halt dann die, aber nur bis 20 Cent. Dann springe ich dich auch weg. Safety Cap ist eigentlich ganz gut. Erhöhte Chance für Pillendrops, macht sie aber nicht sicher. Seht ihr? Oh no! Explosive Diary gibt es auch wieder in diesem Spiel. Das fand ich cool. Ich denke gerade nach. Oh nein, ich. Ah, ich hab's nicht vergessen, das
Eternal Heart im Shop. Ich habe nämlich gerade nachgedacht, ich bräuchte mehr Herzcontainer, mehr Eternal Hearts. Oh, Eternal Hearts, ich habe hier gegen Eternal Greed gekämpft. Ah, es war aber pures Glück, ich hätte es vergessen. Habe ich aber nicht, also ey. Ah, das Achievement kriege ich sowieso nicht mehr, das finde ich richtig traurig. Und sowieso... Eigentlich, mit solchen Starts wird das Achievement zu bekommen eigentlich richtig leicht. Ups. Auch in dieser Mod wird es eigentlich ziemlich leicht. Da muss man halt nur ein bisschen Glück haben bei Mutter, dass man sie schnell genug tötet. Oder am besten Teleports. Oder man besiegt einfach zwei Bosse in diesen Challenge-Räumen. Liberty Cap ist, glaube ich, immer noch besser, einfach nur wegen dem Kompass-Effekt. Hallo Schub. Schub ist gleich Shop. Alles weg. Die Karte, okay. Nett. Und das Silber ist ganz nett auch. Ganz nett auch. Da schaue ich rein. Das war geplant. Keine Sorgen. Verdammt. Ja, dann gehen wir halt zum Goldraum, der hier wahrscheinlich irgendwo sein müsste. Wir haben keine Spectral Tears, die sind auch alles. Ich mag das Spiel einfach mehr. Aber ich mag diese Mod mehr, weil man mehr auf Defensive gehen muss. Und ich mag solches defensives Spielen. Gut ausweichen müssen, viele Orbitals. Oder Orbitals sind hier nicht so wichtig. Gute Orbitals. Ja, das ganze Zeug finde ich. Interessant, oh Gott. Dieser Gegner ist der schlimmste Eternal-Gegner, den es gibt. Nicht mal irgendeiner der Bosse, der hier ist einfach der schlimmste. Wenn es gibt Räume, da sind drei von denen drin und alle drei könnten Eternal sein. Und die splitten sich hier nochmal drei auf. Das ist so eine Lächerlichkeit und sie spawnen auch viel mehr Fliegen. Normalerweise spawnen die nur Fliegen, wenn sie getroffen werden oder ab und zu eine rote Fliege. Aber die spawnen einfach, die schießen den Fliegen, wenn sie wollen. Lockdown, oh Mann. Und der Geheimraum grenzt. Der Geheimraum grenzt nicht an unseren Goldraum. Das ist natürlich nicht schön. Ich sollte Judgment eigentlich sprengen für die Hörer Devil die Chance. Oder benutzen, aber... Ich glaube eigentlich benutzen wir eine ganz gute Sache. Weil das mögliche... HP-Up ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Dann habe ich aber wieder mehr Geld, das heißt... Bum-Friend muss ein bisschen... Halt dich ein bisschen zurück. Ja, eine Bombe. Damit schauen wir hier in den... Geheimraum und hoffe, dass ich das ganze Geld einsammeln kann. Mein Geld. Ist alles für den cooleren Bettler. Du bist nämlich nicht cool. Habe ihn mitgenommen, weil ich dachte, ich... Team Sale bekommen wir doch sowieso nicht wirklich. Da haben wir das Team Sale gekriegt und... Ja, jetzt ist Geld plötzlich richtig wertvoll. Warum habe ich ein Herzcontainer? Hä? Warum hatte ich in der einen Herzcontainer? Achso, nee. Hä? Warum hatte ich in der einen Herzcontainer? Wartet mal. Ich habe den Kopf von Fat Odd Mushroom. Aber ich habe Fat Odd Mushroom nicht. Nein. Nicht ausschalten. Guck, mein Kopf ist größer. Heißt das, es gibt einen Bug, der macht, dass man, wenn man seinen Herzcontainer auffüllt, den man durch Fat Odd Mushroom bekommt, man den Effekt behält? Das fände ich gar nicht mal so ungeil.
Nee, jetzt ist er wieder weg. Ich hatte nur Glück, dass der zweimal nacheinander kam. Ganze schöne Theorie einfach alles. Nö. Hattest nur Glück. Okay. Ich denke, ich schaue nicht in die Bibliothek, auch wenn es, wie gesagt, wir eine ziemlich hohe Chance hätten noch. Obwohl, so hoch ist die Chance gar nicht, dass wir den Bibliothekspool leer bekommen, weil es sind ja nicht so viele Bücher denn wie in Rebirth. Aber ich glaube, dass es immer noch sicherer ist, erstmal hier reinzugucken. Für mehr Bomben. Hm. Okay, dann kriegst du jetzt mal mein ganzes Geld. Ein Teil von meinem ganzen Geld. Danke. Und die High Priestess nehmen wir mit, weil sie gut ist für die späteren Bosse. Liberty Cap für den möglichen Kompass-Effekt. Oh Gott. Small Monstro. Diese blöde Male da, ne? Okay, das war jetzt die Hand. Dieser Monstro da. Legt gerade wirklich auf. Möchte ich gerade mal so sagen. Geh weg, Monstro. So, tot. Aber es ist. Sie muss Gegner spawnen, die passiv sind. Okay, ich laufe viel zu häufig dagegen. Wenn ich mein Devil Deal. Es kommt kein Devil Deal, ich vergesse das immer. In Rebirth kommt der Devil Deal nach Isaac. Und Mutter gibt es den Bug, dass der eben nicht erscheint. Das war knapp. Aber wenigstens die Hitbox hier auch nicht so groß wie in Rebirth. Und das hier. Wir kriegen nicht das. Kein Kompass-Effekt für uns. Aber wenigstens zeigst du uns den Boss an. The Hermit. Naja, ich behalte. Oh, warte, The Hermit? Wir blinken immer so nach dem Kampf. Das ist lustig. Ein Teleport kann machen, wenn wir Glück haben, dass der Devil Deal noch da ist. Ist er aber nicht. Also Aufwand umsonst. Egal. Egal, egal. Okay. Schau mal hier rein. Mögliche Items sind gut und möglich. Und wisst ihr was? Nicht cool. Ich gehe hier raus. Aus dem einfachen Grund, ich will nicht. Und ich spring das da weg. Ja, ich habe gehofft für auf Geld. Ich habe auf Geld gehofft. Gehofft auf Geld. Diesen Raum sehe ich auch irgendwie nie in Rebirth. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Oh Gott, bitte. Nicht. Warum gibt es so viele von euch? Oh Gott. Nein. Natürlich hittest du auf den Gegner, der schon am wenigsten hat. Okay, wenn ich drauf gehe, bin ich enttäuscht von mir selbst. 4 Eternal Larry Jr., Alter. Okay, du musst drauf gehen. Habe ich mein Buch nicht benutzt? Fangfrage. Kriegt 20 Punkte dafür. Ich teile sie genau so auf, dass es mehr werden, statt weniger. Ich brauche ein halbes Set fürs Polaroid. Diese Gegner hier sind in diesem Spiel noch unfair, weil sie sich unter einen oder ein Block neben, keine Ahnung, Block kann man das sagen. Ja, ein Block neben einen teleportieren können. Und das ist nicht Neid. Nein, nein, nein. Der Bosskampf wird verdammt hart. Und du, Monstro, bist ein riesiges Problem, will ich mal gerade so sagen. Auch deine kleineren Versionen. Deinen ganz niedlichen Ausführungen, keine Ahnung. Okay, drauf. Die kleinen Monster verhalten sich schon fast so wie ein normaler Monster. Die großen sind halt das Problem. Die schießen so lange auch. Okay, das ist ein Herzcontainer.
Einen vollen Herzcontainer. Wahrscheinlich, das ist gut. Und jetzt darf ich nur nicht drauf gehen. Oh mein Gott. Eternal Conquest, what? Was? Oh mein Gott. Unfaire Bosse sind unfair. Okay, das Ding da steckt in der Lücke fest. Okay, ich konnte ausweichen, gut genug. Ich weich deinen Kakteilen aus. Deine blöden Ghouls sind ein kleines Problem, mein Freund. Unfairer Boss. Unfair. Oh Gott, wie viel? Die spawnt ja noch mehr. Es ist eine zweite Phase, oder was? Wenigstens sind die hier nicht Eternal, Alter. Wenigstens kriegt er auch Schaden. Okay, okay, okay. Wie kriege ich dich jetzt tot? Fuck that. Holy shit. Und wisst ihr was? Der Bug geht immer noch. Der Unsterblichkeitsbug mit dem Pony und dem White Pony geht immer noch. Das Problem ist, er bringt nicht wirklich viel. Weil nämlich, also ich kann es hier immer mitnehmen für eine Weile. Ich hole mir nämlich das Herz aus dem Geheimraum wieder. Weil, also im alten Isaac war es OP, weil du dich einfach neben Isaac stellen konntest und der ja sich nicht bewegt hat. Jetzt teleportiert er sich. Es bringt einfach nichts ab, aber wisst ihr was? Für Mutters Herz ist es ein garantierter Win. Und nur deshalb nehme ich es mit. Nur deshalb. Ja. Sorry, Book of Belial. Und wir sehen den Bossraum nicht. Warum? Jeder Raum, den ich nicht machen muss, ist ein besserer Raum für mich. Ich will mein Herz ehrlich, also mein Leben ehrlich gesagt nicht verlieren. Ich weiß ja nicht mal, ob es mich überhaupt wirklich voll heilt, oder ob es wieder nur Hälfte voll heilt oder ja, wie eine Full Health Pille. Übrigens habe ich in den letzten... Du bist ein krasses Problem, mein Freund. Okay. So kannst du durchschießen. Bleib aber auf Distanz. Oh Gott. Okay, okay, okay. Diese Mutter-Made soll mal wegbleiben. Bandwürme sind das. Wir haben auch keine Kohle, also ist Range nicht wirklich wichtig. Komm schon. Und da die Gegner auch regeneriert, also Isaac und so auch regeneriert, braucht man auch nicht zu hoffen, dass sich der... Ja, sammelt euch auf. Dass er sich irgendwann in die passende Schusslinie stellt von deinen eigenen Schüssen. Eben jetzt brauche ich mein Pony voll aufgeladen. Okay, anscheinend gehe ich doch drauf. Bitte geh drauf. Ihr habt auch ein bisschen arg viel Leben, aber ihr seid lange nicht so schlimm wie die anderen. Ich nehm's doch nicht, weil es, wenn Bad Trip ist, dann. Einen Raum brauche ich noch. Okay, dieser Raum ist machbar. So, geht drauf.
Wie gesagt, der Mutterherzkampf ist geschenkt, aber... Ja. So, ich muss Space drücken und darf mich dann nicht mehr bewegen. So, jetzt bin ich unsterblich. Diesen Glitch werde ich häufig ausnutzen, wahrscheinlich, wenn wir Conquest bekommen. Im Laufe dieses Mini-Projekts. Seht ihr, wie geschenkt dieser Kampf ist? Und Cube fügt man auch manchmal Schaden. Wie der funktioniert ist übrigens, wenn ihr das einsetzt, müsstet ihr eigentlich einen Dash machen, sobald ihr euch bewegt. Die Lösung ist einfach, ihr lasst es alles und schießt mit der Maus. Denn in diesen Isaac kann man auch mit der Maus schießen. Also ich schieße jetzt, ich zeige jetzt zum Beispiel mit der Maus die ganze Zeit auf das Herz drauf. Und da haben wir's. Und übrigens... Yay! Und jetzt brauche ich deinen Devil Deal auch nicht. Okay, nächste Ebene. Was war das? Habt ihr das gesehen? Da war so ein kleines Bild. Oder ein Flackern zumindest. Okay, ich werde gegen dich kämpfen. Einfach nur aus dem Grund, du bist eine Nein, du bist gar keine Abkürzung. Ich kann mich da nämlich nicht durchspringen. Verdammt, Greed. In den ungünstigsten Momenten musst du auftauchen. Übrigens bezweifle ich, dass wir Isaac schaffen. Und das ist sehr ungeil positioniert. Gerade für mich. Aua, das war geplant. Fragezeichen. Wie gesagt, ich behalte die Pille, falls sie eine Bad Trip oder Full Health Pille ist. Teleport kann es natürlich auch sein. Okay, dieser Raum ist easy. Geld, nimm's auf und gib mir ein Herz. Oder eine Pille. Lockdown. Ja, gut. Mehr Drops. Kistendrops und Kistendrops können Herzen insammeln. Kisten sind gut. Auch wenn, ja, wir haben sowieso keinen Dice, also ist der Lackstatus egal. Dein Pferd ist holy. Aua. Warum ist das nur das Pferd von dem Tier holy? Nee, das, der Kopf ist richtig weiß. Was ist los hier? Ich stehe gerade ein bisschen mitten zwischen zwei richtig krassen Geschütztürmen. Ein Schlüssel für mich. Kannst du da nicht bitte rausgehen? Komm schon. Au. Ja, genau. Blöder Rückstoß, Alter. Ich nehme die Steine weg. Damit ich den besser anschießen kann. Unser erster Versuch bei Isaac wird miserabel verlaufen. Also ich kann euch mal zeigen, was ich meine, dass es nicht funktionieren wird. Hallo Judas. Ja. Wir können jetzt warten, bis der sich in unserer Linie befindet. Bis er sich in unsere... Schusslinie begibt. Vielleicht irgendwann. Da, Harlequin Baby trifft ihn. Hey, es trifft ihn wirklich manchmal, aber guck, der regeneriert wieder zu schnell. Da, wir schießen ihn an. Und jetzt fängt er an wieder zu regenerieren. Aber. Okay, wenn du unbedingt meine Schussbahn willst. Da kann ich dich leider nicht treffen. Vielleicht haben wir doch Glück und er kommt häufiger in die Schusslinie, als ich dachte. Bezweifle es aber, er hat uns schon ein bisschen verschoben mit seinen Tränen. Ja, und er fängt an zu regenerieren. Langsam aber sicher. Full Health Isaac. Ja, da komme ich nicht ran. Hier funktioniert Mutters Messer mit dem Glitch. Das ist eigentlich so eine obvious Frage, aber ich weiß es gerade nicht.
Ja, also so wird es nichts. Deshalb würde ich sagen, jetzt chargen wir nicht über, weil wir an der anderen Seite sterben werden. So, und wow. Was bist du für eine Pille? Shot Speed Up, das ist nicht hilfreich. Mich würde es wundern, wenn ich es schaffen würde, jetzt den Kampf noch zu gewinnen. Ich glaube, unser zweites Leben wird eher dafür draufgehen müssen. Aber hey, ist jetzt so, als sei es eine Full Health Pille. Ja. So, wieder volles, full life. Aber ja. Unser Pony ist übrigens auch Eternal. Unser eigenes Pony ist Eternal. Oh, bleib weg. Aber das war uncool. Ein Eternal Herz von dir war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich dich denn down kriege. Ich muss mir auf die Schatten achten. Also, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen weniger laber. Aber ich denke mal, es ist verständlich. Warum schieße ich da lang? Blöder Controller. Ich spiele das übrigens nicht mit dem Xbox-Controller. Weil der Xbox-Controller bei diesem Isaac hier irgendwie alles krass verzieht. Okay, hör auf zu reden, ist okay. Aua, ich wollte eigentlich ausweichen. Was hat mich erwischt? Wahrscheinlich eine Träne. Wir kommen. Oh Gott. Aua, okay. Okay, ich denke. Gott, ist ein Angel. Eine Kacke. Föten. Lass den Müll bitte. Irgendwie ist eine Hitbox in dieser Phase ein bisschen versetzt. Bisschen arg seltsam. Oh fuck. Ja, da wurde ich eingekesselt. Also wenn ich jetzt Replay mache, habe ich dann immer noch die Flügel? Ja, habe ich. Oh mein Gott. Das ist ein cooler Bug. Aber ich würde sagen, ich lasse das, Alter. Für heute ein Achievement pro Tag reicht. Scheiße, Alter. Ich hätte mehr Herzen gebraucht. Oder mehr Damage. Ich hätte das Book of Bega behalten müssen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich bei Mutters Herz drauf gegangen. Ja. Schade. Mach ich mal schnell raus. Yes. Stats. Das von so vielen. You are eternal. Das haben wir auch geschafft. Uiuiui. Ui, ui. Und immer noch nicht The Basement. Dark Boy.
egal, irgendwie sowas. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch gefällt diese Mod. Wenn ja, spielt sie weiter, das ist cool. Ich mag sie. Und wenn nicht, dann, ja, spielt sie nicht. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da und sagt es ein paar anderen Leuten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ciao.